Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ich möchte jetzt erstmal ganz schnell den mächtigen Kernkristall benutzen und wie gesagt, das mache ich am Anfang der Folge, damit das Spiel, falls es sich aufhängt, dann schon gespeichert hat. Da kann ich dann wenigstens von dem Punkt anfangen, wo wir die Klinge wieder haben. Wie gesagt, alles so wie gehabt. Und danach muss ich euch kurz was erzählen und ein bisschen quatschen und dann machen wir auch gleich weiter. Also, möchtest du... Ja. Weil diese Klinge, die wir jetzt erwecken, gegen die haben wir ja schon gekämpft mit der Spinne da. Und die sah sowas von nach Schaden aus, deswegen werde ich das einfach mit Rex machen. Wow, habt ihr das Vieh gesehen? Das ist ja sowas von mega cool. Erstmal Wulfric, unglaublich cooler Name, kam auch in, glaube ich, Wulfric Sturmmann oder was? Ulfric oder Wulfric Sturmmann? Ich glaube, war Ulfric Sturmmantel. Aber egal, auf jeden Fall, übelst coole Stimme. Das Gesicht, ich weiß nicht, ob irgendwer Serious Sam HD The First Encounter gespielt hat, aber das Gesicht sieht so aus wie von diesen Fröschen, die da rumspringen. Irgendwie hat es Ähnlichkeit, aber das Vieh sieht richtig cool aus. Ist auch Angriff, alles super. Ich finde das Ding so klasse. Es hat Erdelement. Na gut, ich hatte mir eigentlich mal gehofft, dass irgendjemand langsam ein Elektroelement oder Eis oder so hat. Waffe, einfache Lanze, aber gnadenlose Lanze, Vollstrecker, Höllenfahrt, Weltendämmerung. Ich glaube, ich habe... Also die muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen benutzen. Jetzt habe ich mir die Techniken nicht durchgelesen. Kampftalente, Spezialtalente. Wo sind die Techniken? Ist egal, werden wir gleich sehen. Okay, diese Klinge als Partner einsetzen, ja. Und wie gesagt, Rock werde ich dann irgendwann leider wieder rauswerfen, weil mir gefallen einfach seine Techniken nicht. Und ich finde, das ist ein ziemlich wichtiges Element. Und wenn man mit den Techniken der Klinge nichts anfangen kann, dann ist das halt irgendwie ein bisschen doof. Können wir die Waffe schon... Die Urlanze erhöht die maximale KP um 500. Oh je. Aber das geht doch auf 330 hoch und die Crit-Rate und Blockrate wird halt noch ein bisschen gesenkt. Aber ich finde, damit könnte ich noch leben, weil bei ihm ist die Crit-Rate jetzt nicht so hoch wie bei Rock, wo sie bei 36 liegt. Wo, wenn sie auf 18 runtergeht, ist das schon gravierend, finde ich. Aber bei ihm von 19 auf 15 und 330 Schaden, ich finde, das könnte man fast machen. Aber gucken wir mal noch weiter. Ich glaube, auch das Segensschwert wollte ich mir machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Also erstmal wählen wir ihn, haben wir ihn jetzt als Klinge und wenn ich jetzt irgendwie... Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir wollen ja hier noch die Quest machen. Ihr seht schon, ich habe noch ein paar Viecher gejagt. Nur damit die Quest halt einfacher wird. Und ich war auch noch in Gormod und habe in Gormod einiges an Viechern gejagt. Ihr seht jetzt, bin jetzt da links oben. Ich bin jetzt Level 30. Ich bin irgendwie durch Gormod gelaufen und habe da harte Krabbel an irgendeiner Stelle gefunden. Und die waren Level 35 bis 38 und wenn man die besiegt, geben die unglaublich viel Erfahrung. Die haben teilweise über 500 Erfahrung gegeben und da habe ich mich dann dort einfach eine Stunde hingestellt und die Viecher gekillt. War es eine Stunde? Ne, ich glaube, war nicht ganz so ganz. Ich habe jetzt die Gehzeiten und so mit eingerechnet und da war ich dann Level 30, also habe einen guten Level Boost bekommen. Es dauert halt aber durch Viecher trotzdem immer noch sau lange und jetzt haben wir hier schon mal einen guten Vorsprung und können uns jetzt erstmal die Klinge wechseln. Genau. Wow, das Vieh ist riesig. Und können jetzt erstmal hier ein bisschen kämpfen. Jetzt schwingt Rex halt echt so eine coole Lanze. Wir haben Ausbruch, Wuchthieb, Schwanken plus Seitenangriff. Nee, Schwanken und Seitenangriff, hohe KP. Oh cool, wenn ich hohe KP habe, was ja eigentlich bei Rex so sein sollte, weil Tora ja tankt, dann mache ich extra Schaden. Jetzt können wir auch komplett auf Mia verzichten.
Weil wir jetzt selber ins Schwanken versetzen können. Aber ich kann trotzdem Wut ziehen. Das ist ein bisschen doof. Nee, Wut geht runter. Entschuldigung. Habe ich falsch... Habe ich mich verlesen? Und jetzt können wir zurückgehen und gleich die Quest abgeben. Da haben wir das nämlich schon mal gemacht und... Ja, wieder ein bisschen was parat. So, wo ist er denn? Da vorne, vorne rum. Genau, Pidede. Oh, oh, Freunde, zurück. Krora, es ist vorbei. Wolfric mischt sich gleich ein. Das sieht aber auch cool aus. Wirklich ein sehr cooles Design. Ich freue mich schon auf die anderen Klingen. Hahaha, stimmt. Ich glaube, jetzt muss ich niemand mehr Sorgen machen. Nunu, Meister, richtig schnell. Wie kugelrunde Noppern die steilen Berghang runterpurzeln. Alles klar. Zeit ist Kaching, bedeutet Schnelligkeit noch mehr Kaching. Leben nur lebenswert, wenn Schließfach in Bank aus allen Nähten platzt. Oh Mann, ach ja. So, Weisheit mit Freunden geteilt. Pidele macht nun auf dem Weg nach Alba Kavinic. Oh Mann, die Namen sind... Wow. Ende von Labarababa, bin ich auch dafür. Großes Danke, Ponnert Freunde. Alles klar, Mission abgeschlossen. Wenigstens 1650 Gold bekommen, das ist schon mal ziemlich gut. Schlüsselerfolg Stufe 2, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wow, das ging schnell. Okay, aber die Bedingungen dafür sind nicht frei. Wir sind alle Freunde. Der sieht gar nicht so liebenswert aus. Besiege die blitzende Gigi in Gormod. Das ist ein bestimmter Gegner, weil erstens heißt sie so und zweitens ist es halt nur einmal. Besiege Gift und Chore in Uraya, setze Klingenkombos ein, setze Meisterkombos ein. Was hat er eigentlich hier Besonderes? Superkräfte, das ist cool. Aber es hat auch Poppy, glaube ich. Ja. Und Konzentration. Verwende Taschenitems. Bücher. Der liest gerne. Was zur Hölle? Was ist denn das für eine Klinge? Und Erdelement. Was muss ich hierfür noch machen? Setze Klingenkombos ein. Ja gut, das kommt dann alles mit der Zeit. Nee, nicht Hilfskerne. Ich wollte nochmal nach... Da muss ich aber auf Rex gehen und die Techniken mit... Wirbelschwung. 25% Zusatzschaden gegen Insekten. Wow. Das ist jetzt nicht so der Hammer, aber okay. Ich weiß nicht, kriegt man eigentlich noch mehr Techniken oder bleibt das jetzt bei diesen vier? Ich wollte eigentlich mal wieder eine... Ich glaube, ich kann hier mal erstmal jede einmal noch trainieren. Das habe ich nämlich komplett mittlerweile schon wieder vergessen. Und ich finde, die Techniken brauchen einfach sowas von viel WP. Was sind eigentlich WP? Irgendwas mit Punkten. W-Punkte. Keine Ahnung. Ich meine... 1600, gut, 1400, das würde auch noch gehen, aber 2160, ich habe gerade mal 2900. Wo war jetzt Nia? Genau, Techniken, da können wir bei ihr nochmal jede Technik einmal trainieren. Und bei... Tora hieß er, genau. Alles klar. Vertrauen gesteigert, okay. Ich habe auch mit der Söldnertruppe zwischendurch immer ein paar Missionen abgeschlossen. Die sind gerade einsatzbereit. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen weiteren Auftrag. Bittersüße Bedrohung. Hier gibt es ja auch immer gut EP zu sammeln. Hier, Holzarbeiten. Mach mal. Schick mal alle 6 Klingen los. Die Yuzo-Einheit, ja, und dann Yuzo-Leim. Oh Mann, ich will nie wieder Gens sehen. Ein was habe ich auch noch zu tun, und zwar habe ich noch im Missionsbuch... Genau, hier, sie. Und mit der wollte ich erstmal reden, das habe ich letztes Mal vergessen. Und wir sind dann auch schon in...
Wie heißt's? Moradine. Das heißt, wir finden hier eigentlich auch noch den zweiten Handschuh von Wes und... Wie hieß der alte Mann? Ich hab's komplett vergessen, wie er heißt. Nee, nicht hierhin. Agentum. Und können dort den zweiten Handschuh finden und bekommen dann vielleicht endlich eine neue Klinge. Genau, zum Gasthaus Lemur. Und hier muss er irgendwo sein. Ah, sprich mit Falla. Oh, hier ist ein Auftrag, den nehmen wir gleich mal an. Das klicke ich jetzt einfach durch, das interessiert nicht wirklich. Ah, ich kann gerade nicht mit ihr reden, weil sie gerade singt. Das bedeutet, ich muss die Zeit einfach ein bisschen umstellen. Das war die falsche Taste. Super. Zeit einstellen. Wir sind bei 1.43 Uhr. Frühs um 8, das passt. Hier ist er doch. Genau, jetzt steht sie hier. Willkommen. Oho, sind ja Freunde von zuvor. Vielen Dank für Hilfe. Nur, wie geht's? Wie steht's? Dank Hilfe von Freunden hat Falala jetzt viel mehr Publikum. Aber nur mit Singen in ganz Alres berühmt werden ist sicher schwer. Auf diese Weise wird Sohnepon Solala nie von berühmter Mamapon hören. Mist, was nun? Aber Falala hat gute Glanzidee. Ja, ich wusste es schon. Wenn wir 3000 EP für die Quest bekommen, dann ist das eine ganz... Also eine recht lange Questreihe. Falala wird nicht nur durch Gesang berühmt, sondern auch noch durch leckerstes Happy von ganz Alres. Wir müssen dir jetzt nicht wieder irgendwelche Zutaten bringen. Ich hab schon nicht genug. Geschäft wird berühmt werden für Marapons schönen Gesang und Marapons lecky schmecky happy. Hui, nicht schlecht. Davon wird Solala hören und zu geliebter Marapon zurückkehren. Also los, Falala muss sofort lecker schmecky happy kochen. Ho, 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 ho. Das klang jetzt wie Brooke. Jo, ho, 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 ho. Ist was? Natürlich sind gerade jetzt Zutaten alle, die Falala unbedingt braucht. Ohne Rhinos, Schwanz und Hopper-Schnitzel ist Gericht von Falala unmöglich. Ich kann helfen, wenn du willst. Gibt es beides nur selten auf Markt. Bitte helft, Freunde. Rhinos, Schwanz ist in Uraya und Hopper-Schnitzel in Provinz Gormor zu bekommen. Ah, 3000 EP, die würde ich eigentlich schon ganz gerne erstmal haben. Also gehen wir erstmal nach Gormor. Ich meine, da gibt es nur Torigott. Das ist die einzige Einkaufsmöglichkeit in Gormod. Zumindest haben wir bisher noch nichts anderes entdeckt und ich denke mal, da gibt's auch nichts anderes. Hä, warum ist der jetzt anvisiert? Wir gucken mal beim Fleischmann aus nach. Dort wird bestimmt irgendein Schnitzel sein. Nee. Finde 3 Rhinos-Schwänze in Uraya, oder sind das Sammel-Items? Die Quest ist doch jetzt als aktiv festgelegt. Ich weiß es nicht, ich gehe jetzt einfach mal zu den Viechern. Ich kann es nicht genau erkennen. Moment, vielleicht hier über Schnellreise. Ich suche genau diesen Punkt. Jetzt bin ich trotzdem noch nach. Ist egal. Wow, die Quest ist echt ein bisschen länger. Was macht denn? Setz nicht alles in Brand. Das ist eine Steppe. Na gut, das Gras sieht jetzt nicht so aus, als würde es sofort Feuer fangen. Mach weiter. Mir egal. Ich kann leider die Distanzen nicht wirklich gut einschätzen, weil ich einen Scheißdreck da oben sehe. Das ist ein bisschen doof. Ich muss mich hier ein bisschen versuchen, an der Karte zu orientieren. Kann ich irgendwie zoomen? Ja, es geht. Ja, noch ein bisschen. Nein. Genau. Okay, wir müssen da... Ja, ich glaube, ich kenne den Weg. Genau, da über die Brücke und dann müssten wir irgendwie schon fast in der Nähe sein. Das ist ja wirklich merkwürdig.
Am Anfang hatten wir Probleme, solche Viecher zu besiegen und jetzt sind wir schon drüber und können die ohne Probleme platt machen. Da ist was. Ach, ich muss das Vieh besiegen? Okay, dann geht's los. Auf in den Kampf, ist ja nur Level 27. Das ist ja wirklich gar nichts. So, genau. Tora, mach das wieder. Seitenangriff. Seitenangriff. Bei Ausbruch geht die Wut runter. Und, jawohl, mehr Schaden. Jetzt setze ich mal Steinschlag ein. Jawohl. Nee, jetzt ist schon wieder mehr Zeug angekommen. Es schwankt. Ja, was ist denn jetzt passiert? Oh, verdammt, ich habe schon A gedrückt. Ich würde sagen, darauf habe ich keinen Bock. Ja, wir haben das Hopparschnitzel. Also müsste einfach Viecher besiegen. Okay. Ich habe jetzt hier aber keinen Bock zu bleiben. Muss mal kurz auf Kaiwa wechseln, weil die hat nämlich den Schmetterschlag. Dadurch kann ich hier ein bisschen hier AOE-Schaden machen. Tora wird übelst angegriffen. So, wir haben noch einen gelben Mück besiegt. Es ist ja auch alles überhaupt kein Problem. Leider geben halt aber auch die Viecher nicht wirklich Erfahrung. Aber was ist denn hier nur los? Wo kommen denn die ganzen Viecher her? Ach komm, hau mal ab. Das geht mir gerade auf die Nüsse. Harmonieerfolg erzielt. Okay, da muss ich gleich mal reingucken, weil sonst Gerechtigkeit Stufe 2. Sonst kriegen wir wieder das nicht, bevor es aktiviert wurde. Na bitte. Wir haben auch schon Klingenkombos, also das läuft. Nee, das ist nur unser. Ach, da oben. Jetzt hat mich so ein Mücknest angegriffen, ich glaub's nicht. Was interessiert's denn das Mücknest, was ich hier mache? Also wirklich. Moment, den Sammelpunkt nehmen wir noch mit und dann können wir, glaube ich, per Schnellreise zu diesem Ort gehen, wo wir das Diamantholz gesammelt haben. Und dort in der Nähe müsste das. Jetzt mache ich hier gerade Nebenquests. Ich wollte eigentlich weitermachen mit der Hauptquest, also um Moa Dain und so. Wir sind hier irgendwie ganz in der Nähe. Das ist wahrscheinlich unter uns. Verdammt. Nicht runterspringen, oh Gott. Ja, das habe ich ganz. Ich vergesse den Fallschaden. Sehr, sehr oft. Ich meine, es ist ja auch komisch. Brauche ich jetzt aber nicht nochmal zu sagen. Xenoblade Chronicles X hat natürlich keinen Fallschaden und da konnte man einfach runterspringen und gucken, wo man landet. Oh, da war sogar ein orangenes Holz. Da hier irgendwie. Oh, das war zu blöd. Nee, ich kann hier stehen. Ich lebe immer noch. Da oben ist das Vieh. Was ist denn hier kaputt? Ich habe doch hier vorhin hingeguckt. Du Mistvieh, dafür musst du leiden. Ist nur ein bisschen doof, weil ich hier gerade der Einzige bin, der hier oben steht. Ach nee, wir können alle angreifen. Sieht halt nur ein bisschen dämlich aus. Ist okay, das kenne ich.
Verdammt, jetzt habe ich den Anschluss nicht hingekriegt. Yeah, sitzt. Ich muss jetzt erstmal gucken, was genau der finale Angriff davon ist. Ah, okay, diese Drehung ist der finale Angriff. Und Mashen! Und wieder werden wir angegriffen. Aber erstmal. Nein, geh mir aus dem Weg. Gib mir. Oh, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Wir können jetzt nicht springen, weil wir im Kampf sind. Wir können jetzt nicht springen, weil wir im Kampf sind. Da müssen wir erstmal das Nest angreifen, weil wenn wir das Nest nicht angreifen, kommt immer wieder neue Viecher. Und jetzt müssen wir hier einen ganzen, total langen und sinnlosen Kampf machen. Das ist... Ach, das ist scheiße. Ja, ich sag, wie es ist. Das ist... Es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn ich das Level hätte, obwohl es dann vielleicht ein bisschen schwierig wäre, gegen die ganzen Viecher zu kämpfen und sie sind auch recht gleich zu besiegen. Ich meine, wir sind gleich durch, aber trotzdem, dass man von diesen ganzen Viechern angegriffen werden muss. So, das war's auch schon. Ja, gut. Nee. Ich... Boah. Spiel, fick dich, wirklich. Jetzt ist das Scheißding verschwunden. Ah, das da vorne ist aber wieder gekommen. Jetzt können mich gleich wieder hunderte Viecher angreifen. Das war doch jetzt wieder komplett sinnlos. Ohne Mist. Mist, Anschluss verpasst. Wut geht runter. Wirkt eigentlich wirklich gut mit der Rumpfstutztechnik zusammen. Weil man dann nicht so viel Schaden nimmt, ist ja klar. Na gut, ich habe auch schon Schaden genommen. Es ist wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Dann einfach mal Steinschlag einsetzen. Und jetzt haben wir das Vieh nämlich besiegt. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, haben wir gerade kein Schnitzel bekommen. Nein, haben wir nicht. Grandios. Okay. Ich suche mir einen anderen Punkt. Ich habe gerade nämlich keinen Bock mehr auf die Viecher in der Region. Da oben war ich noch gar nicht. Oben rechts. Ach, das hier war der Punkt, wo ich trainiert habe. Genau, hier sind nämlich die Hartenkrabbel und die Juwelenkrabbel. Die Juwelenkrabbel geben komischerweise nicht so viel Erfahrung wie die Hartenkrabbel und sind ein höheres Level. Das war auch so ein Punkt, der mich da ein bisschen angepisst hat. Und das Vieh könnte mich eventuell angreifen. Nicht diesmal. Also wirklich, das ist ja gerade alles überhaupt nicht gut gelaufen. Nee, ich bin auch gerade ganz falsch. Gut, ich habe eigentlich gedacht, wir gehen den richtigen Weg, aber da habe ich mich voll getäuscht. Vor allem hier vorne, erstmal, hier ist was ganz Komisches und da wird es dann auch ein bisschen merkwürdig, schwierig, meine ich. Hier sind nämlich so Level, wie heißen die? Hungriger Lykos Level 40. Okay, Leute. Oh, ich hasse es. Ich hasse gerade alles. Wir machen es folgendermaßen, wir machen hier Schluss. Wir gehen wieder nach Moradain zurück. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf die Quest. Und wenn ich dann mal zwischendurch wieder spiele, ohne aufzunehmen, werde ich diese Items
farmen am besten. Weil ich habe gerade, also die Quest hat mich gerade sowas von demotiviert, das ist unklar. So eine einfache Quest. Gut, gehen wir hier hin. Und dann ist erstmal Schluss. Eigentlich wollte ich woanders hin, aber naja, ist jetzt alles nichts geworden. Wir haben wenigstens eine neue Klinge. So, ich war schon. Ist zwar auch Erde, ist halt echt ein bisschen schade. Weil ich möchte, wenn möglich, doppelte Elemente in meinen. Also. Konstellation haben. Mia hat halt schon Wasser und Tora hat halt schon Erde, deswegen ist nochmal Erde ein bisschen doof. Obwohl man ja auch auf Erde Erde einsetzen kann, also so in den Meister-Kombos. So, den nehmen wir noch mit. Und ich muss noch schnell die... Wo war's? Ich mach das hier schon mal als aktive Quest an. Genau, der ist noch ein ganzes Stückchen weg. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein